Thomas Tuchel, sind Sie nach einem verdienten 1:0, hinterher dann ein 1:3, einfach nur enttäuscht, maßlos enttäuscht oder auch so richtig sauer oder ist sogar der Mainzer Betriebsfrieden in Gefahr? Der Frieden ist nicht in Gefahr, ich bin enttäuscht, auch maßlos enttäuscht. Ich weiß nicht, wie oft wir in dieser Saison bereits in Führung waren und bekommen die Spiele nicht nach Hause. Und ich habe auch gar keine Lust mehr, muss ich ehrlich sagen, mehr anzusehen, wie viele Chancen rumliegen, welche Statistiken wir gewonnen haben und uns Lob einzuholen für ein gutes Spiel. Wir haben 9-mal in Folge in der Liga nicht gewonnen, das ist ein Fakt und damit haben wir umzugehen. Und deshalb gilt es aber auch, den Kopf oben zu halten, sich im Wind zu stellen. Ich habe Sie nach Schlusspfiff schon häufiger sauer gesehen, aber so sauer wie heute eigentlich noch nie. Da sind Sie nach Schlusspfiff richtig ausgeflippt. War das sinnbildlich für den Heimfluch von Mainz 05? 5 Niederlagen nacheinander jetzt? Ja, das ist sinnbildlich für die ganze Saison, die wir spielen. Wir belohnen uns nicht für den Aufwand und das hat begonnen in der Qualifikation zur Europa League und das ist ein Abziehbild bis heute geblieben. Und wenn wir es nicht schaffen, dort eine Mentalität gemeinschaftlich auch zu entwickeln, die es uns erlaubt, Punkte zu holen, dann wird es eine lange Saison. Klingt aber ein bisschen resignativ. Ich kannte Sie schon optimistischer. Nein, ich bin jetzt nur realistisch und ruhig und nur weil ich einen ruhigen Ton wähle, ist es nicht sofort resignativ. Kurz vor dem 1:1 gab es eine Szene, da haben sie moniert, dass es ein Foulspiel war an Choupo-Moting. Schauen wir uns die Szene nochmal an. Fehleinschätzung von Ihnen? Ja, er hat die Hand oben am Trikot, er hat das Bein unten. Also wir haben Szenen heute gehabt, die der Schiedsrichter für Werder Bremen, aber er berührt ihn am Knie. Also er berührt ihn ganz klar am Knie, rechts gegen rechts, rechtes Knie gegen rechtes Knie. Damit sind wir im fünften Spiel durch eine klare Fehlentscheidung der Schiedsrichter beteiligt, dass der Gegner ein Tor bekommt. Im fünften Spiel in dieser Saison, auch das muss aufhören. Ich habe keine Lust mehr, das alles so hinzunehmen und das so abzutun. Und dann muss man das Glück hier zwingen. Wir tragen die Konsequenzen dafür. Wir können wieder in die Trainingswoche gehen. Und der Schiedsrichter pfeift halt nächste Woche woanders und hat halt, wenn überhaupt, ein Minus in der Klammer. Das ist das fünfte Mal in dieser Saison, wo eine krasse Fehlentscheidung zum Gegentor führt. Ja, ist so. Ist es nicht ein bisschen zu einfach, alles auf den vierten Schiedsrichter, auf die Schiedsrichterassistenten und auf den Schiedsrichter? Ich habe doch ganz explizit gesagt, dass es 5-mal in dieser Saison war. Ich kann Ihnen gerne die Spiele sagen, Sie können gerne reinschauen, aber sagen, unterstellen Sie mir dann bitte nicht im Umkehrschluss, dass ich alles auf die vierten Offiziellen schiebe. Ich habe im Eingang dieser Sendung gesagt, dass wir uns an die eigene Nase fassen. Gerade sehen wir eine Szene, da sind Sie zu Bibiana Steinhaus gegangen, da haben Sie es ja häufiger mit dem vierten Schiedsrichter. Ist es so, jetzt setzt der DFB schon Frauen ein, um Sie zu besänftigen, hat aber heute nicht ganz geklappt? Vernünftig pfeifen, da muss sich niemand aufregen. Und ich habe jedes Recht, zur Frau Steinhaus zu gehen und ihr zu sagen, dass es ein klares Foul ist und dass es das fünfte Mal ist in dieser Saison, wo uns eine klare Fehlentscheidung ein Tor kostet. Dennoch vielleicht auch ein bisschen Selbstkritik, dass Sie in dieser Saison vielleicht zu häufig so über die Grenze der Emotion gegangen sind, an der Seitenlinie? Nein. Es gab in den letzten Tagen aber Diskussionen darüber. Will ich diese Grenze festziehen? Oder nee, ich lege sie überhaupt nicht fest. Wer hat die Diskussion angestoßen? Ich auch nicht. Ja, also dann. Fühlen Sie sich doch nicht mit drauf. Fühlen Sie sich denn von Teilen der Medien ungerecht behandelt? Nein. Ja, weil in dieser Woche hat sie ja der Manager Heidel in Schutz genommen, hat gesagt, nein, der hat Ecken und Kanten, der ist so, wie er ist. Ja, stimmt. Was ist die Frage? Die Frage ist, ob die Emotionen nicht manchmal so übers Ziel hinausschießen. Bewerten Sie das? Oder? Nee, ich bin nur, über das Ziel hinaus, ich bin nur der Dienstleister für den Zuschauer und uns fällt auf, dass Sie häufiger an der Außenlinie so richtig toben und frage mich nur, ob das immer so richtig ist. Ja, wer mag das entscheiden, welches Verhalten richtig ist? Wenn ich fühle mich wohl damit, wie ich coache. Sie coachen emotional, sind ein Emotionstrainer. Thomas Tuchel, vielen Dank.